Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Es ist der 11.01.2019. Ich habe seit Weihnachten, seit Neujahr kein Video mehr gemacht. Und seit Weihnachten keinen Blogbeitrag mehr geschrieben. Das Problem war einfach, dass ich nie alleine war, dass ich zu wenig Zeit hatte. Ich habe mir aber jetzt gedacht, ich liege zwar schon im Bett, aber ich bin gerade alleine zu Hause. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich melde mich kurz. Ja. Ich habe mich gerade mit etwas Neuem beschäftigt. Ich führe jetzt ein 3-Jahres-Tagebuch, wo ich jeden Tag eine Seite ausfülle. Das ist echt interessant. Das dann rückblickend zu betrachten. Ich habe heute angefangen. Und ich glaube, man sollte jeden Tag eine Seite ausfüllen. Nur habe ich jetzt das Monat fertig ausgefüllt. Oder fast fertig. Ich habe ein paar Seiten übersprungen, die ich wirklich dann an den Tag machen möchte. Und dann es gehört. Aber sonst habe ich den Jänner fertig. Auch wenn heute erst der 11. ist. Ich finde es wahnsinnig interessant. Und es macht mir Freude. Es lenkt mich etwas ab. Und ja. Aber jetzt zu mir selbst. Mir geht's eigentlich ganz okay. Nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Ich war letzte Woche bei. Oder? Nein, diese Woche. Bei eine Neurologin wegen den MRT-Befunden, die wir gemacht haben, von der unteren Wirbelsäule, also Lendenwirbelsäule, bis zur Brustwirbelsäule, aber nur das mittlere Stück. Und das sind zwei Herde, alte Herde, aber nichts, was jetzt Kontrastmittel aufgenommen hat. Aber zwei alte Läsionen, die ich schon kannte. Aber es gibt keinen Grund, keinen wirklichen Grund, keinen neuen Grund, warum meine Füße so taub sind. Und das finde ich irgendwie schade. Also nicht, dass ich mir Schübe wünsche. Aber wenn ein Schub besteht, kann man zumindest was dagegen machen und es kann besser werden. Aber das Taubheitsgefühl in meinen Beinen bleibt somit bestehen und kann nicht verbessert werden. Oder wurde nicht durch einen neuen Schub ausgelöst. Ich glaube, es ist eine generelle Schwäche in den Beinen, weil ich auch zu viel wiege und dass die Muskeln und Bänder nicht so Kraft haben, das Gewicht zu halten und dann noch das Gleichgewicht zu finden. Und das ist halt blöd. Ich will ja die ganze Zeit abnehmen. Und dass ich zu schwer bin und zu dick bin, liegt auch nicht daran, dass ich zu viel esse oder zu viel nasche, sondern einfach an den Antidepressiven und am Cortison. Und wenn ich das nicht wegbekomme, werde ich immer schwerer werden und dann wird's nicht besser. Mein Gehvermögen und mein Stehvermögen.
kann keine Stiegen mehr steigen. Was eigentlich nicht überraschend ist, aber mich trotzdem etwas schockiert hat, weil es war irgendwo vorauszusehen, aber dass es dann doch so schnell geht, habe ich nicht gedacht. Und ja, ich war dann noch bei, also beim MRT war es so komisch. Ich habe ja ganz schlechte Venen und da muss man Kontrastmittel über einen Venenzugang spritzen. Ein Venflon. Und der Arzt hat gemeint, wenn er die Nadel nicht reinbekommt und kein Kontrastmittel spritzen kann, schickt er mich wieder nach Hause. Und warum der Schub nicht, warum nicht sowieso auf Verdacht auf Schub behandelt wird. Und ich habe ihm dann erklärt, dass Cortison das Einzige ist, was ich nehmen kann, wenn ein Schub besteht, und dass ich nicht ständig auf Verdacht Cortison nehmen kann. Und wenn man davon ja so viel zunimmt und es auch nicht gesund ist. Und er hat dann zwar eine Nadel reinbekommen, das Kontrastmittel ist teilweise daneben und teilweise in der Vene gelandet. Genug davon in der Vene, dass es aussagekräftige Bilder gab. Aber diese Drohung, wenn er das selbst nicht hinbekommt, verstehe ich nicht, weil ich brauche ja trotzdem die Bilder und finde es ehrlich gesagt ein bisschen frech, das so zu sagen, weil es ist ja nicht meine Schuld, dass ich schlechte Venen habe, sondern die Schuld der Ärzte oder die Schulden an meiner Krankheit, dass ich so oft gestochen werden musste und überall Narben habe bei den Veneneingängen. Aber ja, dann war ich gestern noch bei meinem Neuropsychiater. Wir haben nichts umgestellt. Ich nehme jetzt einen Magenschutz mehr. Er hat gemeint, er will jetzt in der dunklen Jahreszeit nicht so viel umstellen, wenn es mir ganz okay geht und nicht so schlimm ist. Weil wir wollen zwar die Neuroleptika reduzieren, damit ich etwas weniger Gewicht zunehme. Aber das möchte er machen, wenn das Wetter wieder schöner ist. Ja, das war also nicht so erfolgsbringend oder hat nichts geändert, der Termin. Obwohl wir so schnell fertig waren wie noch nie. Wir sind nach 10 Minuten nicht mal reingeholt worden. Und dann ist er kurz wieder rausgegangen. Das hat länger gedauert, als wir draußen gewartet haben, weil er einen Anruf bekommen hat. Und dann waren wir direkt fertig. Und dass er diesmal nichts verändert hat, kann ich irgendwie verstehen, finde ich aber trotzdem schade. Weil ich gehofft habe, ich komme von den Neuroleptikern runter. Und weil ich mir davon schon Gewichtsabnahme verspreche, weil ich ziemlich viel nehme. Ich werde jetzt in 2 Monaten den nächsten Termin haben und da weitersehen, wie es weitergeht. Und wenn es nicht geht, dann kann ich ihn jederzeit anrufen. Mein Auge macht auch schon wieder, was es will. Es tut mir leid. Ja, Gabi war heute da. Ich bin heute um 8:30 aufgestanden
Und um 9:30 ist erst die Volkshilfe gekommen. Da hätte ich schon ein Video aufgenommen für euch, aber wurde dann nicht richtig hochgeladen. Und ich hatte dann nicht die Gelegenheit, nochmal eins aufzunehmen, weil meine Eltern wieder da waren vom Einkaufen. Und deswegen jetzt so spät noch ein Video. Gabi war da, Kontaktlinsen haben wir getauscht. Nach über einem Monat. Morgen kommt Ines, unsere neue Assistentin. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ja. Ich bin schon etwas müde. Schon nicht wandert deswegen das Auge die ganze Zeit weg. Ja. Dann wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Ich werde auch noch einen Blogbeitrag verfassen und mich in Zukunft wieder öfter melden und öfter Videos und Blogs schreiben. Es tut mir nochmal wirklich leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Das war echt nicht geplant und keine Absicht. Es war einfach keine Zeit. Und ja, möge es in Zukunft besser gelingen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und seid alle gesund. Und wenn nicht, wünsche ich euch auf diesem Weg gute Besserung und alles Gute im neuen Jahr. Dann bis bald. Ciao. Arenas.